Hallo und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Okay. Owen. Sorry, Kinderchen, lassen wir jetzt mal in Ruhe. Und schauen mal, dass wir zu Owen kommen. Da geht's rein. Schau ich aber erstmal. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Was? Da ist noch was. Ach schon. Ich nehme mir so viel ich kann. Und Pillen hätten wir da übersehen. Na, guck. Wie schaut's denn eigentlich aus? Kann Jagdmunition herstellen? Machen wir mal. Ach, das wechselt er jetzt auf einmal nicht. Nee, wollte ich gar nicht. Eine Werkbank. Dachte ich schon. Man ist uns. Man wollte uns Sneakers nicht gönnen. Reicht doch niemals, oder? Oder doch? Nachladegeschwindigkeit und Stabilität. Schaden hätte ich da gerne noch drauf. Die haut schon rein. Wie viel bräuchte man da? 80. Bräuchte ich noch 7. Und vor allem für die kann man ja Munition bauen. Das haben wir ja Glück. Moment. Ich glaube, da oben ist man raus. Aber hier gibt's Pin. Gut. Wahnsinn. Ja, so gefällt mir das. Jetzt wären bloß noch 7 Teile gut. Und die kriege ich natürlich nicht. Aber ein paar Patronen. Oh shit. Das sind doch welche, oder? Ah, Wahnsinn. Der ist da hinten drin. Ich hätte ja ein Messer, aber die hebe ich für die Klinge auf. Oder was auch immer. Und er kommt. Den sollten wir vielleicht wegmachen. Weil ohne Messer bringen wir ja die nicht weg. Zack. Da hinten ist einer. Aber den will ich nicht treffen, dann. Die habe ich schon.
Aber wo ist jetzt der kleine Lurch? Der war doch da irgendwo. Steckt er sich jetzt oder was? Du blödes Arschloch! Schnauze, Alter. Komm, spitz nochmal raus. Ich hab dich ganz genau gesehen. Schenke ich dir. Ich mache mal ein paar Messer. Natürlich. Gibt es da oben vielleicht noch irgendwie was? Aber dazu müssten wir erstmal hochkommen, ne? Oh, die kommt ja da nicht hoch. Ah, schau. Aber. Das bringt ja auch nichts, ne? Nee, geht nicht. Dann lasst er was? Natürlich nicht. Da sind meine 7 Teile. Und sogar 9. Ich höre doch schon wieder welche, oder? Will ich näher? Oh, eine Münze. Alabama. Wir müssen. Okay. Da lang. Von hier müsste ich geradewegs hinkommen. Wir müssen da rüber, ne? Geronimo! Uah! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, also jetzt dachte ich schon, da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter, oder? Ist das nicht euer Ernst, oder? Muss ich da rüber? Es ist gleich da drüben. Nee, das kann nicht sein, oder? Muss über die Brücke. Darauf klettern? Warum willst du nicht darauf klettern? Wie, ich geh drauf. Strömung ist heftig.
Okay, da kommt man sogar rein. Noch ein paar Teile. Labern wir nach. Ah, da fällt mir gerade was. Ne, wir haben. Ich sehe es nicht. Einen oder was? Pfeile. Oh, Bill. Da ist doch auch nochmal Pfeil. Da kann ich den nicht nehmen. Und was zu lesen? Bill, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord kommen könnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen, ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern, das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn. Tja, schaut nicht so aus. Obwohl die Tochter ist nicht dabei, oder? Sollte es die Tochter sein? Ich weiß nicht, soll ich mal so ein Medikit mal nehmen und dann eins bauen? Nehmen wir auch irgendwie das Sachen mal ein bisschen weg. Oh, wir können es sogar noch. Cool, was können wir denn? Nee, das da. Lauschmodus. Das wäre die Bewegungsgeschwindigkeit. Und was haben wir hier? Impuls gegen einen Schlag. Okay, was haben wir hier? Schnelle Zielbewegung. Oh, das machen wir mal. Mehr Jagdpistolenmunition anfertigen. Mehr Brandmissile. Ah, cool. So. Läuft. Oh, da geht's weiter. Ah ja, klar. Okay. Der ist lautlos. Nicht alle. Ah, muss ich gar nicht aufspannen. Ich dachte, den muss ich spannen. Ist ja kein Bogen, ist ja Armbrust. Hey. Aber dafür gehen die Pfeile ziemlich schnell zerbruch. Okay, da haben wir schon mal wieder einen. Was zum Lesen? Danke für Ihre Hilfe mit den infizierten Passagieren. Wir konnten von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos und ich halte nichts davon, dass der Captain weiterhin die Waffe wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf den oberen Achterdeck. Die Kommunikation ist 907701. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. Die Armbrust habe ich ja schon. 907701. Okay. Vielleicht sollte ich mir da
schnell notieren hier irgendwie. 907701. So, dann haben wir das. Da haben wir sogar noch irgendwas. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Das Fenster auf jeden Fall nicht. Ach, da oben. Schnauze. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist natürlich jetzt doof. Wechseln wir mal die. Da habe ich noch einen Schalldämpfer. Einer müsste das sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich sehe es nicht richtig. Ja doch, einer. Moment, ich muss erst mal das basteln. Glühmann, magst du hier einen Stress? Oh Gott. Blöde Kuh! Ich hab den getroffen. Haben wir jetzt wenigstens mal die Materialien ein bisschen verarbeitet. Und aus lauter Angst schaltet das Licht aus. Das ist natürlich auch toll. So, was haben wir hier? Wo ist denn eigentlich hier das Safe versteckt? Oh, Teile, sehr gut. Pillen, noch besser. Könnte ich was bauen, aber ich muss das Klebeband wegbringen. Das geht nicht, weil der immer zwei baut. Das habe ich doof gemacht. Jede Menge Gebäude hier. Oh, und eine Münze. Mütchen, ja. Ich habe aber immer noch nicht den Tresor, ne? Ich dachte, es wäre was. Also hören durch keine mehr? Ne, ist das Wasser? Oh, das sind gleich zwei von denen. Mal gucken, ob ich das am Messer verwenden kann.
Nervennetz. Tja. Das ist schlecht. Das Licht aus. Kommt der her? Nee, der geht wieder. Weg. Ah, toll. Ah, ist doch blöd. Hund. Oh, shit. Entschuldigung, ich hab daneben geschossen. Stimm leise, Mann. Das ist der Fettklops. Ja. Ist er drauf? Das war's. Wow, also der hat mich gerade überrascht. Vorder ist. Wir können Messer basteln. Oh, das reicht nicht. Aber hier können wir noch was basteln. Das können wir basteln. Na ja, noch, noch. Nee, da muss ich rein, ne? Ach, kein Scheiß damit. Eine? Ich nehme die da. Mit durchsuchen erstmal. Ich hab nichts mehr. Gut, dann nehmen wir das mit. Gott sei Dank ist der Fettklos da gestorben. Da ist der Dressur. Schau mal an. So, was war die Kombination? 90... andersrum. 77. Noch zu weit. Und 01. Oh, ein Trainingsbuch. Improvisierte Waffen und das Theorie. Terrortaktik. Wandergeselle. Da gucken wir noch gleich mal, was wir hier kriegen. Schnelle Fertigung. Fertigt alle Gegenstände doppelt so schnell an. Nein, das ist jetzt so wild. Verbesserte Rohrpumpen. Verbesserte Schalldämpfer, da wäre. Mehr Jagd. Das könnte man machen. Machen wir noch den Zweig fertig hier. Okay, den Tresor haben wir auf jeden Fall. Wo ging es jetzt weiter? Auf der anderen Seite hier, ne? Ich kann was nicht. Beißen und ein Text. Zweiter 8:20 Uhr aus San Diego ausgelaufen, Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord wollten, wurden gewalttätig, aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord,
Captain A.J. Melidor hat das Kommando. 3.10.13, 14.50 Uhr. Zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem untersten Deck für sie eingerichtet. 4.10.13, 13.38 Uhr. Funkkontakt zum Hafen Vancouver. Gute Neuigkeiten, bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern. 5.10.13, 7.30 Uhr. Passagier Barnes ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgeschwärmt, um ihn zu suchen. 5.10.13, 14.50 Uhr. Passagier Barnes wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Passagiere Josephine Roberts griff ein und drängte ihn über Bord. 5.10.13, 19.05 Uhr. Habe Miss Roberts Forderung, alle Anwesenden nochmal vom Schiffers untersuchen lassen, abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgenden Forderungen, die Waffen auszuhändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass unsere Paranoia in eine Katastrophe wird. 6.10.13, 18.35 Uhr. Trotz ihrer Proteste wurden beide Passagiere, die über verschiedene Beschwerden klagten, Kopfschmerzen, Magenverstimmung, Schwindel, vorübergehend in der Krankenstation unter Deck unter Quarantäne gestellt. 6.10.13, 20.17 Uhr, Seattle in Sicht. Verschiedene Funkkanäle wegen Tankstopp ausprobiert, keine Antwort. Wir fahren weiter. 6.10.13, 21 Uhr. Alle Personen auf der Krankenstation wurden umgebracht. Diese Leute waren nicht infiziert. Das war kaltblütiger Mord. Niemand wird von Bord gehen, bis der Schuldige gefunden ist. 6.10.13, es war Roberts. Wie ich vermutet hatte. Wir haben aufeinander geschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überlebt. Wenn ich dieses Ding rausziehe, verblute ich wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ich werde auf die Küste zusteuern, damit alle an Bord an Land gehen können. Der Hafen ist nah, ich muss durchhalten. Ich kann Infizierte vor meiner Tür hören. Hatte sie recht? Das war ein Chaos. Das stimmt. Aber wir haben hier nichts mehr. Da ist nur noch eine Leiter. Ich wollte eigentlich da auf die andere Seite. Das muss doch möglich sein, oder? Ja. Aha. Schau an der Münze. Utah. So kann man das auch sehen. Achso, ja, wir müssen ja immer noch über die Brücke. Ja, jetzt müssen wir es aber gleich haben. Erstmal noch gucken, was es da hinten noch gibt. Wahrscheinlich nichts. Ah, doch. Sehr schön. Wahrscheinlich kann man hier wieder nichts öffnen. Warte mal, was war da? War da was? Nee. Langsam, langsam, Mädel. Ach, nicht schon wieder. Darunter. Puh.
Weiter finden tue ich hier auch nichts. Nee, ist auch nichts. Da könnte vielleicht was sein. Ich weiß, dass du da bist, Owen. Ist das Aquarium? Wo geht's da hinten hin? Moment, da ist bestimmt zu, oder? Also da komme ich nicht rein. Das checken wir jetzt mal schnell. Owen? Sei doch. Owen! Owen, komm schon! Du musst irgendwo weiter hinten sein. Gut, dann haben wir sich das schon mal gespart. Irgendwie müssen wir da natürlich reinkommen. Da ist was. Ach, können wir doch einfach drüber. Aber warte mal, warte mal. Bevor wir da... Nee, da ist nichts zu sammeln. Was denn jetzt ist dazu beschlossen? Komme ich da rein? Was ist denn das? Vielleicht. Das ist blöd, wenn man drunter steht. Das Glas zerbricht, oder? Okay, ich glaube, ich check das ja. Genau. Das tut mir nicht alles. Ja, das frage ich mich auch. Ich frage mich gerade, kann ich das dann nehmen? Kann ich das da runterwerfen? Dass ich wieder rauskomme? Ja. Das reicht nicht, oder? Au! Wehe, wenn du irgendwas wegen dem Glas sagst. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Das ist so. Hey, Owen? Da ist eine Tür. Da ist aber zu. Eine Flasche haben wir. Okay, jetzt müssen wir ihn finden. Okay, da ist zu. Das ist eventuell oben. Da fällt mir ein. Das ist jetzt ungefähr 4 Monate her, ne? Jetzt hat er die ganze Weihnachtsbeleuchtung alles wieder abgebaut. Hey, bist du da drin? Denn der? Na klar,
Das ist auf dem Boot, oder? Owen? Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um den Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war bereit. Hab eine Menge Scars getötet. Und, Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß...
Abby. Na klar. Schnell noch ein Nümmerchen schieben. Was? Das hat man auch schon. Da liegt nichts rum, ne? Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Oder alle töten. Aber das Ganze machen wir natürlich. Was mache ich hier? Machen wir in der nächsten Folge. Dreckiges Gas. Da sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. It's in my blood, it's in my veins.